ich mich wieder mal vorbereitet habe für das Referat. Ja, letztlich ist das Thema hier ja nicht wirklich direkt ein IT-Beschaffungsthema. Zwei Dinge sagen aber möglicherweise das Gegenteil. Das eine war letztes Jahr passiert. Damals hatten wir ja von der Bundesverwaltung her richtig Werbung betrieben für die Veranstaltung. Zumindest Teile der Bundesverwaltung. Und offenbar hat das Beschaffungswesen eben doch etwas zu tun mit den IT-Großprojekten in der Bundesverwaltung oder umgekehrt. Und das andere habe ich jetzt heute Nachmittag im World Café nochmals gesehen, des Workshops 2 oder der Session 2 hier in den Gebälken da oben der Uni, wo unter den Bewertungskriterien für Ausschreibungen aus Sicht Anbieter, Anbieterinnen und Anbieter, aus dieser Sicht ein kleiner Katalog Bewertungskriterien für die Ausschreibungen war ganz einfach und klar: Sie müssen widerspruchsfrei sein, sinnvoll, machbar, verständlich und messbar. Wir sind mitten im Thema. Und trotzdem, manchmal ist es etwas gefährlich im Umfeld von IKT-Großprojekten. Es lohnt sich, die Risiken etwas anzuschauen. Wenn man die Risiken anschaut, dann trifft man zuerst einmal auf sehr wohlmeinende Expertenmeinungen, die einem sicher weiterhelfen. Mir hat zum Beispiel die erste Studie hier sehr viel weitergeholfen nach dem Projektabbruch vom letzten Jahr zu Insieme, hat möglicherweise jetzt die Bundesverwaltung wieder 5 Großprojekte über die Runden gebracht und erfolgreich gehabt. Wir wissen nur noch nicht, welches jetzt das nächste 6. wieder ist. Aber auch das werden wir herausfinden, wir werden dazu Methoden haben. Ich weiß, dass die Finanzkontrolle uns dabei hilft. Teile und herrsche im Projektmanagement. Das referenziert, glaube ich, eine Zeit von einem recht langjährigen Reich, das aber, so viel ich weiß, unterdessen auch untergegangen ist. Und natürlich wissen wir alle, woran die IT-Projekte wirklich scheitern. Deshalb versuche ich, diese Banalitäten noch einmal etwas unters Publikum zu bringen und erlaube mir vielleicht nicht alles nur völlige Neuigkeiten zu erzählen. Oder andersrum gesagt, möglicherweise stoßen wir darauf, dass wir feststellen, wir wüssten ja eigentlich alle, wie es wäre, nur dummerweise machen wir es nicht immer. Ich werde also etwas auf die allgemeinen Projektrisiken eingehen, auf spezifische Projektumfelder für die Verwaltung, dann das Aufsetzen eines Projekts oder Programms etwas betonen, ganz speziell auf eine bestimmte Verantwortung in einer Projektorganisation eingehen, dann die Projekt- und Programmorganisation generell und selbstverständlich auch versuchen, etwas zu schließen, nicht ohne auch etwas vom Controlling gesprochen zu haben. Jetzt sind wir wieder bei den einfachen Banalitäten. Es ist tatsächlich für ein IKT-Großprojekt ein Risiko, wenn man nicht weiß, was man will. Das wird Sie alle erstaunen. Aber ich bin nicht sicher, ob wir alle immer beim Diskutieren über ein mögliches neues IKT-Großprojekt wirklich wissen, wovon wir sprechen und was wir eigentlich wollen. Es lohnt sich also, diese Diskussionen, diese Denkprozesse durchzuspielen, zu challengen, untereinander auszutauschen. Eigentlich wäre es auch nicht schlecht, man könnte sich mit Anbietern austauschen, von der Verwaltung her gesehen jetzt, genügend austauschen, damit man nämlich auch definieren kann, was man will. Wie soll ich wissen, was ich will, wenn ich nicht weiß, was ich wollen kann? Und dazu braucht es einen Diskurs. Der ist befruchtend. Nichts. Ja. Ja, manchmal entwickeln IKT-Großprojekte eine gewisse Eigendynamik. Vor allem, wenn man sie laufen lässt. Es ist dann also nicht unbedingt die Schuld der Informatiker, wenn sie tun und machen.
aber nicht ganz das rauskommt, was nachträglich gesehen der Auftraggeber meinte, gewollt zu haben. Aber trotzdem, das alte Thema in der IT, der Diskurs zwischen der Informatik und dem Geschäft, der Fachseite, um sich ständig gegenseitig abzustimmen, das ist ein allgemeines Projektrisiko für alle IKT-Projekte, Privatwirtschaft und öffentliche Hand gleicherweise. Die Terminplanung, man hätte lieber etwas gleich sofort, was man eigentlich erst etwas später haben kann, ja, das kennen wir alle. Die reaktive Planung, ich habe auch in einer der Studien gelesen, oder Umfragen gelesen, dass offenbar Europa, Deutschland und Schweiz in weltweiten Vergleichen Planungsweltmeister sind für Projekte. Trotzdem erwähne ich das Thema, es lohnt sich auch etwas, ein Großprojekt zu planen. Fehlende Kontrolle hat, ist auch ein Thema. Ein ständiges Thema sind die wechselnden Anforderungen, speziell wenn es über längere Zeiten geht, speziell wenn man am Anfang nicht genau miteinander vereinbart hat, was eigentlich das Ziel der Übung ist, wo man grundsätzlich etwa landen will. Dann sind die Anforderungen einer rechten Dynamik unterworfen, manchmal auch durch äußere Einflüsse, und mit dieser Dynamik muss man umgehen. Wir werden es über 5 Jahre hinweg nicht schaffen, Upfront Detailspezifikationen zu erlassen, die dann nach 5 Jahren umgesetzt zum entsprechenden Wert führen. Das geht nicht. Aber wir müssen mit der Dynamik der wechselnden Anforderungen umgehen und geeignete Prozesse dafür vorsehen. Kommunikation ist ein ständiges Thema in jeglicher Teamarbeit, die verteilt erfolgt. Die Komplexität von Geschäftsprozessen, unterschiedliche Stakeholder-Interessen, die Integration in bestehende Umfelder sind Risiken oder sind Punkte, die man beim Aufsetzen eines Projektes anschauen sollte. Wir haben in der Verwaltung immer wieder aufgrund der Prozesse etwas speziell lange Vorlaufzeiten, bis man dann endlich wirklich konkret starten kann. Marco Fetz wird mir verzeihen, wenn ich das öffentliche Beschaffungsrecht als Projektrisiko bezeichne. Mir geht es ja darum, aufzuzeigen, dass man mit Risiken umgehen kann und muss. Und dazu gehört auch das Beschaffungsrecht. Es ist da und wir gehen damit um. Und wenn man damit rechtzeitig umgeht, dann kann man im Großen und Ganzen auch damit umgehen, ohne es zu umgehen. Wir haben gerade im Zusammenhang mit den Vorlaufzeiten relativ lange Budget- und Finanzprozesse. Ich habe das letztes Jahr schon ausgeführt, wenn wir auch noch die Zeit dazu rechnen, die es benötigt, um zum Beispiel einen Verpflichtungskredit, der das Recht gibt, überjährige Verpflichtungen einzugehen, den durch das Parlament zu bringen. Um das zu tun, muss man eigentlich schon ungefähr wissen, was man will. Das ist sowieso besser. Aber man muss auch ungefähr wissen, was es kostet. Und wenn man dann den politischen Prozess durchlaufen hat, dann darf man eigentlich erst richtig beginnen. Oder dann sind wir schon wieder 1 bis 2 Jahre später. Und wenn dann noch das eintrifft, was ich gerade diese Woche erlebt habe, bei einem zugegebenermaßen größeren Projekt, das von der Historie her vielleicht etwas belastet ist, die im Parlament die Frage auftaucht, ja, aber ich möchte zuerst eine externe Meinung sehen, Expertenmeinung sehen, die sagt, dass das richtig läuft, dass das in die richtige Richtung geht, dass da richtig geplant wird, bevor ich einem Verpflichtungskredit zustimme. Nur, um diese externe Meinung einzuholen, braucht es eine WTO. Dann sind wir schon wieder. Ja, gut. Ich habe das mal umschrieben, etwas euphemistisch, mit beständigen Geschäftsprozessen in der Verwaltung. Die Verwaltung hat generell ein gewisses Beharrungsvermögen. Das ist eine Stärke. Sie ist auch stark, nicht wahr? Das ist eine Stärke, gerade auch der Schweiz. Nichtsdestotrotz, wenn wir im Umfeld von IKT Unterstützung von Geschäftsprozessen sind, dann möchten wir ja möglichst standardisierbare Prozesse mit standardisierten Werkzeugen unterstützen. Und wenn vorher gesagt wurde, ja, in den Kantonen
die Straßenverwaltung oder das Teermanagement oder ich weiß nicht was, ist ja wahrscheinlich nicht 26 Mal verschieden in der Schweiz. Kollege Hofer wird da sehen, wenn er die 26 individuellen Prozesse, und er hat noch Glück, wenn es nur 26 und nicht 2740 sind, wenn er die alle unter einen Hut bringen will und im etwas bescheidenen Maß, sehen wir das natürlich auch in der Bundesverwaltung, wenn es darum geht, eigentlich ähnlich gleiche Prozesse wirklich so zu standardisieren, dass das IT-Instrument viel bringt, dass wir darunter legen. Da müssen wir mit den Geschäftsprozessen, mit den eben beständigen, beharrungsvermögenden Geschäftsprozessinhabern und Kulturen umgehen. In der Verwaltung haben wir sicher nicht in erster Linie Beschaffungs-Know-how, Spezifikations-Know-how, Business-Analysten-Know-how und so weiter. Wir haben zum Glück in der Bundesverwaltung einige, also einen kleinen Körper, viel zu kleinen natürlich, aber einen kleinen Körper von Spezialisten, unter anderem im BBL und dann anderswo, aber für die Beschaffung, aber speziell jetzt im Umfeld Business-Analyse, eine absolute Voraussetzung für ein IKT-Projekt. Da denke ich, sind wir noch nicht dort, wo wir sein sollten. Und auch die IKT-Führungsfähigkeit, ja, das im Profil für den neuen Direktor der eidgenössischen Steuerverwaltung war wahrscheinlich schon auch ein wenig die Nachfrage nach einer IKT-Führungsfähigkeit. Aber generell, für Führungspositionen in der Verwaltung sind das nicht die primären Kriterien. Sondern da ging es historisch, traditionell um andere Qualitäten, die gefragt waren. Da können wir also noch etwas am Reifeprozess teilnehmen. Die politische Begleitung von IKT-Großprojekten hat nicht zuletzt dank den Erfahrungen aus dem letzten Jahr, aber auch einigen weiteren, zumindest auf Bundesebene, eher zugenommen. Ich habe den Eindruck, dass ein ähnliches Bild ergibt sich auch in den Kantonen. Diese Begleitung ist sinnvoll und notwendig, weil es um viel geht zum Teil. Nicht bloß um die Steuergelder, die in den Projekten umgesetzt werden, sondern um das, was damit unterstützt wird, um die entsprechenden Geschäftsprozesse. Und hinter den Geschäftsprozessen stehen politische Aufträge. Und ob die erfüllt werden können oder nicht, ist, denke ich, schon ein Thema für die Parlamentarier. Aber ich habe es trotzdem mal unter den Risiken aufgeführt, solche liebevolle politische Begleitung kann auch manchmal etwas beschäftigen. Ich komme nochmals zurück. Sie werden jetzt zwei- oder dreimal gewisse Binsenwahrheiten oder Banalitäten hören. Wenn wir ein Projekt, ein Programm aufsetzen, dann müssen wir wissen, was wir wollen und wir müssen nach und nach klar umschreiben, was die Lieferobjekte sind. Die müssen messbar werden, eben auch aus Sicht der Lieferanten müssen es messbare Ziele sein, die da ausgeschrieben oder erreicht werden sollen. Wir müssen das Umfeld analysieren. Wir müssen aufpassen, in welches Umfeld, auch technisch gesehen, eine neue Anwendung, wenn wir eine solche beschaffen wollen, hineinpassen. Und wir müssen unbedingt die Geschäftsprozesse analysieren, vielleicht sogar die Geschäftsprozesse ändern, standardisieren, harmonisieren, bevor wir in die IKT gehen. Nicht zuletzt mit Blick auf ein Projekt, das letztes Jahr in den Schlagzeilen war, nicht zuletzt das war dort auch nicht ganz ohne Probleme. Man kann schon mittels IKT versuchen, die Geschäftsprozesse zusammenzuzwingen, die vorher während 150 Jahren separat geführt wurden. Aber ich denke, in 80-90% der Fälle, wo man diesen Weg wählt, wird er scheitern. Man muss zuerst die Geschäftsprozesse zusammenführen und dann kann man erfolgreich ein IKT-Projekt darunter legen. Oder zumindest gleichzeitig. Damit möchte ich auch sagen, dass die Geschäftsarchitektur, eben das, was aus der Business-Analyse herauskommt, dass die Geschäftsarchitektur eine sehr wichtige Voraussetzung ist, gerade für Großprojekte, um strukturiert arbeiten zu können, um zu wissen, woran man arbeitet. Dann erst kann man auch die Abbildung auf eine IKT-Architektur vornehmen, innerhalb
des Großprojektes, aber auch im Umfeld des Großprojektes. Und ich denke halt schon, vielfach lohnt es sich, anstatt ein großes Projekt zu machen, zu versuchen, das große Stück, den Elefanten, in kleinere, verdaubare Teile aufzuteilen, die möglichst modular zusammengesetzt werden können. Sie werden nie unabhängig sein voneinander, sonst hätte man ja das Thema nicht zusammen angeschaut. Aber sie sollten so sich eigenständig bewältigen lassen können, dass man eben verdaubar vorgehen kann und auch Teile besser messen kann. Also Programme mit mehreren Projekten, eher als ein riesen Großprojekt. Was heute mehrfach zur Sprache kam, sind die verschiedenen Beschaffungsverfahren, Entwicklungsmethoden dann darunterliegend. Auch eine Lehre sicher aus vielen schwierig verlaufenden Projekten ist, dass man ein geeignetes Verhältnis von internen und externen Ressourcen haben muss. Es ist nie möglich, alle für ein Großprojekt, alle Ressourcen intern zu stellen. Erstens hat man die Fähigkeiten nicht normalerweise, wenn man das, solche Großprojekte ja nicht täglich stemmt. Und zweitens gibt es daneben noch so ein wenig Geschäftstätigkeit, die meistens weiterläuft, währenddem man gleichzeitig an einem Großprojekt arbeitet. Also wird man externe Ressourcen brauchen. Aber das Verhältnis sollte geeignet sein, sonst kann man die nicht führen. Und häufig vergessen, gerade in der Bundesverwaltung, wird, dass die Fachseite, die Geschäftsseite, das nötige Maß an eigener Ressource hineinstecken muss, in die Projektbegleitung, Bearbeitung stecken muss. Und wenn sie dazu nicht bereit ist, dann lohnt es sich nicht, das Projekt zu machen. Das heißt also immer bei den Ressourcen nicht bloß finanzwirksame externe Ressourcen anschauen, interne IT-Personalressourcen anschauen und sind die jetzt vorhanden und sind die zugesichert, sondern vor allem auch noch auf der Geschäftsseite ist das entsprechende Maß an Ressourcen bereit, zugesagt und kann arbeiten. Wir haben im Rahmen der teilweise Neuordnung der Verantwortlichkeiten zur IKT-Steuerung und Führung in der Bundesverwaltung noch so begleitend am Rande, nein, das war nicht bloß am Rande, eine Funktion herausgepickt, die wir ganz speziell nochmals etwas unterstreichen und unterstrichen haben. Übrigens auch bei der Innovation, der Totalrenovation der Projektführungsmethodik Hermes, Hermes 5, ebenfalls ein Punkt, sehr wichtiger Punkt, der Auftraggeber oder die Auftraggeberin. Und vielleicht kann man es lesen, sonst sehen Sie es dann auf den Bildern, die online geschaltet wurden. Der Projektauftraggeber trägt die Verantwortung für Kosten, Termine und Ergebnisse sowie die termingerechte Bereitstellung der Rechtsgrundlagen und die Sicherstellung der Legal Compliance der von ihm in Auftrag gegebenen Projekte. Das ist der zweite Teil des Satzes, der kam dann aus den EOPD-Kreisen. Aber Kosten, Termine, Ergebnisse. Drei Dimensionen, ganz einfach. Der Auftraggeber ist dafür verantwortlich. Das ist eine Rolle in Hermes, das ist die oberste Steuerungsverantwortung im Projekt, in der Projektorganisation und das ist eine Person. Das ist kein Gremium, das ist eine Person. Wieso ist das eine Person? Ganz einfach. Aber diese Person muss sich nicht bloß verantwortlich fühlen und Angst vor der Guillotine haben, sondern diese Person muss natürlich auch die Kompetenzen haben, dass sie diese Verantwortung wahrnehmen kann. Und gerade in einem Gestrüpp wie in der Bundesverwaltung wird man nie eine Person finden, die alle Kompetenzen, die notwendig sind, wirklich unter sich vereinen kann. Aber wenigstens den größten Teil und dann ist es an dieser Person dafür zu sorgen, dass sie die übrigen Kompetenzen dabei hat, mitnehmen kann. Zum Beispiel in einem Projektausschuss, Programmausschuss, in dem diese so mitwirken, die anderen Personen, dass sie in dem Sinne Mitverantwortung übernehmen, aber entscheiden tut immer der Auftraggeber, nicht das Gremium. Das Gremium gibt eine Meinung ab, entscheiden tut der Auftraggeber. In dem Sinne sind
gerade auch im Zusammenhang mit Hermes 5 die Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten in einer Projektorganisation geschärft worden. Und ich denke, das ist ein kleiner Beitrag dazu, dass wir eine entsprechende Kultur auch entwickeln und unterstützen können. Ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt, den ich ein wenig aus den Erfahrungen sehe, den eigenen, aber auch für andere Projekte. Die Projektorganisation ist eine eigenständige Organisation und sorgt dafür, dass das Resultat, das für sie gezeichnet wurde, erreicht werden kann. Aber diese Projektorganisation muss in geeigneter Art und Weise in eine Stammorganisation, mit einer Stammorganisation verknüpft werden. Gerade auf Geschäftsseite müssen die Geschäftsverantwortlichen, aber auch die Geschäftsprozessausführenden in geeigneter Art und Weise im Projekt impliziert werden, dass, damit sie nicht bloß am Schluss mit dem Projektresultat leben können, sondern dies von Anfang an auch mit beeinflussen. Abgesehen davon sind sie es ja, die ihr Geschäft verstehen. Auch wenn ich auch heute wieder gehört habe, dass die Anbieter offenbar das Geschäft der Verwaltung besser verstünden als diejenigen, die die entsprechenden Prozesse ausführen. Sie haben das bessere Business-Analysten-Verständnis, das stimmt. Aber diejenigen, die Prozesse machen, die haben wahrscheinlich auch ein wenig Kenntnis von ihren eigenen Prozessen. Leider können sie es nicht richtig ausdrücken, so dass, dass man daraus ein Informatikprojekt machen kann. Da braucht es eben Hilfe. Und es ist nicht jedes Informatikprojekt einfach ein Informatikprojekt. Vielfach ist es eigentlich ein Organisations- oder Kulturwandels- oder was auch immer Projekt. Darauf müssen wir achten. Und wenn der Projektauftraggeber, Projektauftraggeberin, Projektleiter, Projektleiterin ihre Verantwortungen voll wahrnehmen und wahrnehmen dürfen, können mit den entsprechenden Kompetenzen, dann haben wir schon viel, viel erreicht. Aber selbstverständlich noch lange nicht alles. Gehört dazu noch das Controlling, das Projektcontrolling, das Beschaffungscontrolling, haben wir in der Bundesverwaltung auch intensiviert, damit man da ein wenig besser sieht, was so alles läuft. Und wir haben jetzt zusätzlich in der Bundesverwaltung noch einen speziellen Prüfprozess für besondere Projekte aufgezogen, ich komme gleich nachher noch etwas darauf zurück, der sich dann auch im strategischen Controlling zu Handen des Bundesrates niederschlägt, sodass für große Nummern oberste Firmenverantwortung oder Verwaltungsverantwortung und dass der Bundesrat entsprechend informiert ist. Und allein das hilft auch schon wieder etwas, das Bewusstsein für die unmittelbare Steuerung und Führung des entsprechenden Projektes wahrzunehmen. Aber es gehört immer auch noch das Audit, der Prüfprozess des Audits dazu. Also noch ein vor dem Abschluss ein kurzer Ausflug auf eine Spezialmaßnahme des Bundes. Ausgehend von der Analyse, dass es wahrscheinlich doch einige, wir haben ein Projektportfolio in der Bundesverwaltung von wahrscheinlich etwa 5000 Stück. Projekte sind es vielleicht 3000. Aber lange nicht alle haben die Dimensionen von demjenigen, das letztes Jahr in den Medien war, ja, es waren noch einige weitere auch in den Medien, ausgehend von der Feststellung, dass wirklich große, schwierige Nummern letztlich ein übergeordnetes Problem werden können. Und dass auch in einer Firma häufig ein Verwaltungsrat, CEO, Verwaltungsrat, über die größten strategischen Projekte, die er hat, auf dem Laufenden gehalten werden will, um sicher zu sein, dass das strategisch richtig abläuft, auch operativ richtig abläuft, weil der Gesamterfolg der Firma davon abhängt. Aus dieser Analyse heraus hat nun der Bundesrat ein Spezialprüfungsverfahren vorgegeben für sogenannte IKT-Schlüsselprojekte. Schlüsselprojekte, die einen besonders hohen Ressourcenbedarf haben, strategische Bedeutung große haben, vielleicht hochkomplex sind oder deren Auswirkungen und Risiken eine verstärkte übergeordnete Führung und Steuerung bedingen. Der Bundesrat selbst bestimmt, welche Projekte in diese Kategorie fallen.
Sie müssen einige spezielle Auflagen einhalten und vor allem unterliegen Sie einem speziellen projektexternen Prüfprozess, der angewendet wird. Es läuft so ab, dass ein bis zweimal pro Jahr dem Bundesrat potenzielle solche Projekte unterbreitet werden, die Departemente natürlich mitsprechen, ebenfalls die Finanzkontrolle, die dann den Prüfprozess führt, mitspricht bereits bei der Bezeichnung von IKT-Schlüsselprojekten in der Idee, dass es wahrscheinlich auf längere, mittlere Sicht 10 bis 15 solcher Großprojekte geben können. Dieser Prozess ist nicht vorgesehen für die große Masse von Projekten. Der wäre auch unverhältnismäßig. Aber für große, strategisch besonders wichtige Nummern, für die ist er vorgesehen. Und ich denke, der Bundesrat hat da richtig gesehen, dass er hier eine straffere Übersicht dazu haben will. Es sind 4 bisher bereits bestimmt worden, die untergehen jetzt nach und nach diesen Prozess. Der Prozess wird durch die EFK geführt und eben die Ergebnisse daraus werden nicht bloß den Auftraggebenden und ihrer Linie unterbreitet, damit diese in erster Linie ihre Führungsverantwortung wahrnehmen, sondern auch der Bundesrat kriegt ein Kondensat davon, damit er ständig heißt wahrscheinlich auch zweimal pro Jahr, weiß, wie die verschiedensten Projekte etwa aussehen, von einer projektfremden Stelle beurteilt. Einzelne Auflagen gelten speziell für diese Projekte, dass sie zum Beispiel die QS, die Qualitätssicherung, nicht dem Projektleiter unterstellen, sondern dem Auftraggeber und ähnliche Dinge. Und natürlich, dass die entsprechenden Fähigkeiten vorliegen müssen. Das können Zertifizierungen sein, das kann aber auch anders sein, dass die entsprechende Erfahrung vorhanden ist, um solche Großprojekte zu führen, denn die Projektmanagementfähigkeit ist in IKT-Großprojekten viel wichtiger als irgendeine spezifische technische Fachkenntnis. Einige Themen, die sonst noch umgesetzt wurden, umgesetzt werden zum Teil, um hier die Sensibilisierung, Kultur, aber letztlich auch die Instrumente zu verbessern für die Führung von IKT-Projekten zum Teil. Also eine zum Beispiel ist, dass ich jetzt die große Ehre habe, bei allen departementalen Direktionssitzungen vorbeizugehen und unter anderem das Thema Auftraggeberverantwortung, das ich Ihnen vorher auch versucht habe nahezulegen, etwas näher zu bringen. Und das ist recht interessant. Und die Türen sind bedeutend offener für solche Dinge als auch schon. Man will es wissen. Zum Abschluss. Nicht jedes IKT-Projekt ist einfach ein IKT-Projekt. Darum erwähnt, vielfach sind es Kultur, Change, Geschäftsprozess, Veränderungsprojekte und das darf man nicht unterschätzen, sondern muss man anschauen. Es lohnt sich, nicht gleich einen ganzen Elefanten aufs Mal in den Mund zu nehmen, sondern in kleinen Stücken zu essen. Es lohnt sich aber auch, die Geschäfts- und Lösungsarchitektur anzuschauen, bevor man in die Realisierung und Entwicklung und Realisierung geht. Die Planung für ein Vorhaben beinhaltet auch das Beschaffungswesen. Nicht ganz vergessen. Change Request Management ist enorm wichtig, weil das ein riesen Kosten- und Zeittreiber sein kann. Stakeholder Management nicht vergessen, entscheidend. Am Nutzen orientieren, der das Ganze generiert, den das Ganze generiert. Und ganz klare Verantwortungen schaffen. Wir arbeiten alle daran. Controlling und Kontrolle ist ein Unterstützungsinstrument für die Führung. Diese Führung, wenn sie ihre Aufgabe wirklich voll wahrnimmt, zusammen mit der Beachtung der verschiedensten Empfehlungen, Methoden und so weiter, führt dazu, dass wir wahrscheinlich etwas geruhsamer in die nächsten Stürme gehen können. Vielen Dank.